Tja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich schwöre euch, ich mache das nicht mit Absicht. Es ist wirklich egal, welche News oder Theorien ich mir schnappe, die jetzt wirklich als sehr seriös gelten. Irgendwie ist dann ein Tag später wieder der nächste Post online und sagt, nee, ist jetzt eben doch nicht mehr so. In diesem Fall hier geht es eigentlich wirklich um eine Aussage von Universal selber zum Thema neuer Jurassic-Film. Also entweder eben Jurassic World 4 oder einfach Jurassic Park 7. Wir bleiben wie immer bei Jurassic World 4 erstmal. Denn da haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit die News bekommen, dass zum einen David Koepp zurückkehrt. Das ist der Mann, der ebenfalls maßgeblich an den Drehbüchern von Jurassic Park 1 und auch The Lost World Jurassic Park, also Jurassic Park 2, beteiligt gewesen ist. Daraufhin gab es dann schon mal die ersten positiven Aufschreie. Ey Mann, cool, wir wollen zurück zu den Wurzeln des Franchise und mehr wieder in Richtung Jurassic Park gehen. Die ganze Jurassic World Nummer soll ein bisschen mehr ausgeblendet werden. Und das, obwohl der Film quasi als eine Art Soft Reboot fungieren wird und trotz allem nach Jurassic World Dominion spielt. Das Ganze hat sich erstmal sehr positiv angehört. Natürlich gab es da draußen auch wie immer die Nörgler, die, egal welche positiven News kommen, direkt erstmal sagen, oh, finde ich aber trotzdem blöd. Also es ist egal, was man sagt, es ist einfach immer alles aktuell blöd. Und die Leute haben sich dann auch noch bestätigt bekommen, als wir dann die nächste News bekommen haben, wenige Tage folgend auf die erste News, dass nämlich ein David Leitch scheinbar die Regie des neuen Jurassic-Films antreten soll und eben, naja, auf dem Regiestuhl sitzen soll, für zumindest einen der kommenden drei Jurassic-Filme. Und ich glaube, das allererste, was ich mir zu dem Zeitpunkt durchgelesen habe, waren natürlich wieder mal negative Kritiken, die ich nicht immer ernst nehmen kann, und ich weiß nicht, ob das Ganze so ein deutsches Phänomen ist, dass wirklich, wenn in Deutschland ein Film angekündigt wird und wir haben noch nicht mal einen Trailer bekommen, noch gar nichts, ist einfach schon mal direkt scheiße, von Anfang an. Das ist so direkt alles blöd, deswegen habe ich mir da gar nicht so großartig Gedanken drüber gemacht, denn wie gesagt, Leute fanden es ja irgendwie auch immer noch blöd, obwohl ja ein David Koepp jetzt zurückkehrt. Das Ganze kann man natürlich immer noch skeptisch sehen. Nur weil ein Drehbuchautor zurückkehrt von einem Film, den man vielleicht mag, ist das immer noch kein Indiz dahingehend, dass dann der Film auch wirklich gut ist. Denn Regisseur und Drehbuch müssen dann doch sehr gut miteinander harmonieren. Daraufhin habe ich mal geschaut, wer denn David Leitch wirklich ist. Und habe dann mitbekommen, oh je, der Mann hat Filme gemacht wie Deadpool 2 waren es, glaube ich, gewesen. Er hat an John Wick mitgearbeitet oder die Regie mitgeführt. Sachen wie Bullet Train, und da mag man jetzt meinen, ey, das sind jetzt ja gar keine schlechten Actionfilme. Und das ist vollkommen richtig. Es hat auch, glaube ich, niemand behauptet, dass David Leitch ein schlechter Regisseur ist. Leute haben aber ganz klar gesagt, sie bezweifeln, dass er der Richtige für die Nummer ist. Und das habe ich mir auch überlegt, denn wir haben eben zuerst die Info bekommen, dass wir zurück zu den Wurzeln gehen wollen, dass generell das Jurassic-Franchise eine neue Richtung einschlagen muss. Und danach bekommen wir plötzlich einen Action-Regisseur, der für Action-Comedy bekannt ist, der nun den neuen Jurassic-Film machen soll. Und ja, ihr habt vollkommen recht, wenn ihr jetzt sagt, Tobi, das war ja nie komplett fest gewesen, er war eben einfach nur ein Favorit von Universal. Allerdings kann ich euch so viel verraten, darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Der Mann war so kurz davor auf dem Regiestuhl zu sitzen. Was da jetzt wirklich passiert ist, warum David Leitch den Film nicht directen wird und warum das zeitgleich einfach positiv ist, aber auch irgendwie negativ, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Es wird wirklich ultra interessant und ja, viel Spaß. Ihr habt, glaube ich, gerade schon gemerkt, ich habe versucht, meine Gedanken schon eben während dem Intro ein bisschen zu sammeln, weil ich überlegt habe, mit was wir jetzt am besten anfangen. Die News besagt im Endeffekt ja folgendes: David Leitch ist erstmal raus aus dem gesamten Ding. Also David Leitch wird nicht die Regie vom neuen Jurassic World Film übernehmen. Mich persönlich hat das gefreut, das hört sich jetzt so böse an, weil David Leitch, ich kenne den Mann nicht, das wird jetzt kein böser Mensch sein, aber eben, naja, wenn ich eben diese ganzen Actionfilme sehe und das dann wieder auf Jurassic World oder auch Jurassic Park umsetze und dann das ganze Werk betrachte, dann kommt für mich dann irgendwie ein neuer Jurassic World Dominion Film raus mit noch mehr Motorradszenen, noch mehr Explosionen, irgendwie alles macht Krach, Krach, Bum, Bum, und das wäre nicht zurück zu den Wurzeln, das wäre einfach, wir machen jetzt diese Marvel-Formel und unsere Formel ist jetzt aber Jurassic World Dominion. Das hätte ich nicht sehen wollen und ich glaube, die meisten von euch auch nicht. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ich glaube, wir sind uns aber alle einig, ob wir jetzt Jurassic World Dominion mögen oder eben nicht. Ein neuer Jurassic-Film sollte doch, wenn es wirklich eine neue Trilogie werden soll,
jetzt auch einen schönen neuen Ton anschlagen. Deswegen, David Leitch ist erstmal raus, was auf der anderen Seite auch bedeutet, Colin Trevorrow hat jetzt wieder Platz, aber keine Sorge, das wird auch nicht passieren, da bin ich mir recht sicher. Für den Fall, dass Colin Trevorrow zu dem Projekt zurückkehrt, dann keine Ahnung. Wir müssen aber erstmal nicht vom Schlimmsten ausgehen. Wir haben jetzt also einen Jurassic-Film, der ein fertiges Drehbuch hat und erneut keine Schauspieler und auch kein Regisseur. Dazu haben wir das Startdatum 2025, genau genommen im Juli 2025 soll der Film in die Kinos kommen. Und jetzt kommen wir erstmal zur wirklich positiven Sache an der ganzen Nummer. Ja, David Leitch wurde mehr oder weniger gegangen, also er wurde sich nicht wirklich einig mit Universal. Der Grund dafür ist gewesen, dass David Leitch das Drehbuch, welches ihm von David Koepp vorgelegt wurde, dann doch eher in eine actionlastigere Richtung hätte umwandeln wollen. Das heißt, er hätte sich an das Drehbuch gehalten, logischerweise, hatte aber noch einige Ideen, die er hätte mit einfließen lassen wollen. Die ein oder andere Quelle, je nachdem wie seriös sie jetzt sein mag, im Internet hat behauptet, dass der Grund dafür eben gewesen ist, dass David Leitch ein relativ bodenständiges Drehbuch mehr in eine, naja, wie eben gerade schon gesagt, actionlastige Richtung bringen wird. Und das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht, denn Universal hat, das muss man sich ja wirklich vor Augen führen, einen Regisseur abgewiesen, aufgrund dessen, dass der zu viel Action in diesen Film reinbringen wollte. Das ist für mich eine ultra positive Nachricht und eben auch die Aussage mit dem bodenständigen Drehbuch, wie gesagt, das ist jetzt keine offizielle Quelle gewesen, wenn das aber stimmen sollte, dann kommt meine Theorie hier wieder so ein bisschen zur Geltung, weil ich ja auch gemeint habe, es macht nur Sinn, dass der Film bis nächstes Jahr fertig wäre, wenn das gesamte Paket, also der gesamte neue Jurassic-Film, dann auch wirklich in einer kleineren, vielleicht kompakteren Location stattfinden würde. Mein Beispiel ist ja eben einfach gewesen, wir nehmen ein Farmerhaus, eine Ranch und da wäre eben dann das ganze Szenario mit Kammerspiel mit Velociraptoren, vielleicht ein T-Rex, der durch die Dunkelheit schleicht und so eine Geschichte eben. Das wird wahrscheinlich jetzt eher nicht so passieren. Ich berufe mich hier mehr auf Ali Awadas Kurzfilm Trespasser, wo er ja quasi das Szenario mehr oder weniger dargestellt hat. Allerdings könnte das jetzt eben wirklich bedeuten, dass wir genauso eine kleinere, trotz allem intensive Geschichte bekommen werden. Wie auch immer, Universal ist auf jeden Fall nicht auf den Zug aufgesprungen und möchte nicht mehr Action in diesen Film reinsetzen. Und, naja, der zweite Grund, warum David Leitch allerdings nicht mit dabei ist, der macht mir jetzt doch ein bisschen Sorgen. Denn laut offiziellen Angaben von Universal selber, ich lese das gerade mal vor, this now becomes one of the hotter direction jobs in town, as the studio is sticking to its July 2nd, 2025. Also, hier wird ganz klar nochmal darauf betont, dass David Leitch ebenfalls aus dem Projekt ausgeschieden wurde, nicht eben nur wegen den Action-Passagen, sondern weil er generell neue Aspekte in den Film mit einbringen wollte. Universal hat daraufhin allerdings gemeint, nein, das können wir uns nicht leisten. Wir brauchen jetzt einen Regisseur, der wirklich diesen hottest Job, also den heißesten Job in der Stadt, übernehmen kann, da wir uns jetzt ja wirklich auf den 2. Juli 2025 festgelegt haben. Und ja, tatsächlich wird jetzt hier die Aussage gebracht, ey, wir haben Zeitdruck. Wir brauchen jetzt einen Regisseur, der eben einfach genau das macht, was in dem Drehbuch drinsteht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja, es gibt genug Beispiele, wo es eigentlich gut ist, dass das Studio sich eben herausgehalten hat. Oder andersrum, es gibt viele Beispiele, wo das Studio einfach reingeredet hat und dann kam am Ende sowas raus wie Suicide Squad, also der erste Suicide Squad aus dem Jahr 2000. Wann kam der raus? 14? 16? Ich werde sie gerade mal einblenden. Ist auch irrelevant. Auf jeden Fall war der Film kacke. Aufgrund dessen, dass sich hier ein Studio mit in den Film eingemischt hat. Universal hat jetzt anscheinend nicht mal mehr die Zeit, sich großartig einzumischen oder eben einen Regisseur sich in die Nummer einmischen zu lassen, da eben die Zeit jetzt sehr, sehr knapp wird. Ebenfalls wurde darauf eingegangen, dass der Dreh des Films innerhalb der nächsten 4 Monate starten müsste. Und auch da bin ich der Meinung, innerhalb der nächsten 4 Monate, auch das wäre doch ein bisschen knapp. Wir haben jetzt Februar, März, April, Mai, Juni. Das heißt, wir fangen ein Jahr oder fast ein Jahr vor Kinostart an. Wenn der Film im Juli 2025 anlaufen soll, müsste er mindestens im Juni fertig sein, damit die Produzenten noch 1 Monat Zeit hätten, um die Post-Production vorzunehmen. Was so ein Film ja auch noch braucht. Das heißt, wir hätten ungefähr 1 Jahr lang Zeit, einen Film abzudrehen und dann 1 Monat für die Post-Production. Und je länger die Post-Production aber braucht, umso weniger Zeit haben wir eigentlich für den Filmdreh. Und ich verstehe nicht, warum man sich jetzt hier wirklich so zwanghaft an diesem Datum festhält, wenn doch jedem Zuschauer oder auch jedem, der das nur gelesen hat, von Anfang an klar war, ey,
2025 ist ein bisschen knapp. Ich meine, ich habe das Ganze noch relativ positiv gesehen und dachte mir, da wird schon irgendeine Idee dahinter stecken. Jetzt bekommen wir auf einmal mit, nö, scheinbar haben wir einfach nichts, außer das Drehbuch. Aus diesem Grund, ey, meine ganz klare Meinung, macht 2025, macht es nicht. Macht 2026, lasst euch dann noch Zeit und hört auf, euch jetzt so ganz stur an diesem einen Datum festzuhalten, weil das kann nur in die Hose gehen. In dem Augenblick, wo du dir selber diesen extremen Zeitdruck aufmünzt, dann vernachlässigst du einfach bestimmte Sachen. Du kannst jetzt kein Casting abhalten, wo du wirklich sagst, wir lassen uns einfach Zeit, um vielleicht 4 oder 5 extrem gute Schauspieler zu casten. Sondern ihr habt jetzt Druck, ihr könnt jetzt einfach nur sagen, ey, wir machen vielleicht ein Casting für eine Woche und dann müssen wir eben gucken, wen wir jetzt aus dieser Woche Casting für den Film nehmen und wer dabei am besten ist. Denn anscheinend will man ja auch eben sehr viele neue Schauspieler mit dazu holen, die eben noch nicht bekannt sind. Das hat ja Star Wars früher auch ganz gerne gemacht. Was ich auch eine super coole Idee finde. Aber ich bin ganz klar der Meinung, 2025 könnt ihr abhaken. Das ist, also wirklich, wir bekommen jetzt ja fast täglich News zu diesem neuen Jurassic-Projekt. Es würde mich nicht wundern, wenn ich morgen wieder vor der Kamera stehe und dann eben gesagt wird, yo Leute, Jurassic World 4 kommt 2026. Dann würde ich sagen, finde ich geil, lasst euch wirklich Zeit dafür, macht jetzt nichts Überstürztes und hört vor allem auf, irgendwie jetzt aus Zwang den erstbesten Regisseur anzuheuern, der einfach gerade um die Ecke kommt. Was, wenn jetzt ein Michael Bay kommt und sagt, ich mach das? Steven Spielberg wird's, glaube ich, nicht machen. Das wär zu weit hergeholt. Auch eine Bryce Dallas Howard wird das Ganze nicht übernehmen. Das ist schon relativ sicher und soweit habe ich gar nicht gedacht. Weil Bryce Dallas Howard ist ja immer noch in diesem Star Wars-Universum mit verankert. Sie hat da nämlich auch bei bestimmten Episoden von Mandalorian oder Boba Fett Regie geführt. Ich meine, das war die letzte Mandalorian-Staffel, wo sie wohl sehr aktiv dabei gewesen ist in der Regie. Und die bleibt wohl immer noch in dem ganzen Star Wars-Franchise ein bisschen verankert. Was auf der einen Seite auch schade ist, denn Bryce Dallas Howard scheint das Ganze wirklich zu rocken. Ich habe The Mandalorian noch gar nicht wirklich gesehen, aber von außerhalb sagen mir alle Leute, ja, doch, die Staffel ist richtig geil. Und ich meine, das wäre die gewesen. Ich werde es hier nochmal einblenden, ob das die Staffel ist, wo Bryce Dallas Howard mit am Start gewesen ist. Das heißt, im Endeffekt stehen wir jetzt wieder da und haben niemanden, der jetzt hier einspringt. Und ey, was wäre das einfach für eine krasse Geschichte, wenn es dann doch heißen würde, von Steven Spielberg, weil er einfach auch ein sehr guter Mensch ist. Leute, wenn ihr das Ganze 2025 raushauen wollt, ich springe jetzt für euch ein. Ich übernehme die Regie bei dem Film, aber dafür macht ihr das dann auch genauso, wie ich das sage. Ey, das wäre eine Nachricht, die mich jetzt auch nicht mehr überraschen würde nach den ganzen News, die wir jetzt eben hier bekommen. Das Chaos ist auf jeden Fall vorprogrammiert und ich bekomme ganz komische Jurassic Park 3 Vibes bei der Nummer. Also wie gesagt, scheinbar ist bei dem Film noch gar nichts klar, außer eben das Drehbuch und das war's. Schreibt mir bitte mal eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Ich sehe das einfach gerade nicht und ich verstehe nach wie vor nicht, warum stur an diesem Datum festgehalten werden muss. Ich raff's nicht, keine Ahnung. Ja. In diesem Sinne, mal gucken, ob ich morgen wieder vor der Kamera stehe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.